Ja, liebe Freunde, was war das letzte Woche für eine Aufregung hier, als wir losfahren wollten auf Urlaubstestfahrt und festgestellt haben, dass unser Bugstahlruder nicht funktioniert. Wir hatten schon die Maschinen an, alles war vorbereitet und was mache ich? Ich lege den Hebel um, um loszufahren und nichts passiert. Ja, und ja, wir haben ja dann festgestellt, dass es vorne am Parallel-Seriell-Shutter liegt, dass einige Teile auf der Platine wegkorrodiert waren und das haben wir ja repariert. Glücklicherweise funktioniert jetzt das Bugstahlruder wieder. Wenn ich jetzt also hier drauf drücke, dann hört man ein wunderbares Geräusch, dass das Bugstahlruder wieder läuft. Am Wochenende jetzt haben wir das repariert, ein neues Teil eingebaut, das Original Vetus-Teil und alles ist gut. Wir sind also jetzt quasi vorbereitet für den Urlaub. Was wir gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt noch im Video. So, wir haben ja schon mal frei gemacht, gleich für den Umbau des Bugstahlruder-Relais. Hier ist das Bugstahlruder. Hier haben wir zwei Batterien und zweimal 105 AH, glaube ich, die dann zu 24 Volt zusammengeschlossen werden. Und hier ist der Seriell-Parallelschalter, der funktioniert eigentlich noch, aber rechts auf der Seite war ja eine Platine von Vetus, die leider kaputt war und die habe ich ja versucht provisorisch zu reparieren, aber da sind mehrere Teile abgebrochen, so dass sich das nicht mehr lohnte. Jetzt kriegen wir heute das neue Originalteil von Vetus eingebaut und dann fliegt der seriell Parallelschalter hier auch raus und dann ist es halt auf neue Technik umgebaut. Das Bugstahlruder selber funktioniert einwandfrei, sodass wir da nicht dran wollen. Das ist ja ein 24 Volt Bugstahlruder und das hat natürlich entsprechend mit 6 kW ordentlich Leistung. Das Teil ist ja schon größer als erwartet. Ein richtiger Trümmer. Das ist das alte Teil, das habe ich auch schon mal repariert. Hier ist schon eine Kreuzschlitzschraube drin, die hat schon nicht gehalten. Das heißt, es war uns sicherer, das ganze Teil jetzt auszutauschen und das Original Vetus-Teil zu verwenden. Hier an der Seite war die Platine dran geschraubt und ja, ich habe im Google gesucht nach der Platine, obwohl es eine Nummer hat. Niemand kennt diese Platine. Es gibt kein einziges Bild im Google, es gibt keine Informationen über die Nummer. Und selbst bei Vetus kennt diese Platine niemand mehr. So alt ist das Teil schon. Und deshalb fühlen wir uns jetzt sicherer, das neue Teil eingebaut zu haben. Und das sollte jetzt unser Bootsleben auch entsprechend halten. Und das ist ein Standardteil, was in vielen Booten eingebaut ist, die eine 12-Volt-Umgebung haben und entweder ein 24-Volt-Anlasser oder ein 24-Volt-Bug- oder Heckstahlruder. Oh, hier ist das neue Teil drin. Und unser Problem ist jetzt noch, ich muss jetzt gleich mit Sikaflex noch hier unten das festmachen, weil das Ganze wackelt hier noch so sehr und das erzeugt natürlich Erschütterungen und das muss ich jetzt noch festmachen und dann muss auch noch hier der Deckel wieder drauf. Jetzt ordentlich Sikaflex reingedrückt und jetzt nehmen wir das wieder raus und dann drücken wir das jetzt hier ran mit reichlich Sikaflex. Habe ich das Ganze jetzt festgemacht. Das lassen wir jetzt bis nächste Woche trocknen und dann hoffe ich, dass die Vibration vorbei ist. Ja, hier haben wir einmal die Minus der einen Batterie plus der anderen Batterie auf die Box. Dann haben wir die beiden Ladekabel noch, die beiden Steuerkabel. Es muss einmal plus zur einen Batterie gehen und durch dieses Ladekabel plus zur anderen Batterie. Dann werden beide Batterien mit 12 Volt geladen und das Bugstahlruder funktioniert trotzdem mit 24 Volt. Der Deckel ist ja da drauf. Es sollte jetzt alles soweit wieder funktionieren. Im Winterlager werden nochmal die Kohlen erneuert vom Bugstahlruder und dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Wie man sieht, ist hier noch eine zusätzliche Sicherung reingekommen, um das Ganze noch besser zu machen. Die Sicherungen waren ja vorher in dem alten Seriell-Parallelwandler drin. Allerdings sind in diesem Kasten auch noch zwei Sicherungen drin. Ja, zum Glück haben wir dafür Ersatz. Das war jetzt die Reparatur. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal oder gebt uns ein Like. Das würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal.